Nun, wir sind hier in der zweiten Baumaßnahme, den zentralen Omnibusbahnhof vor dem Bahnhof in Eutin neu zu gestalten. Der war ein bisschen in die Jahre gekommen, da muss was getan werden. Das kostet ein paar Euro, ist aber wichtig für die Infrastruktur in der Stadt, für die Pendler, für den Tourismus im Binnenland. Also insgesamt die richtige und, glaube ich, eine notwendige und auch schöne Investition. Nun gibt es ja laut einer neuen Studie des Stahler Mangel beim Umsatteln von Pendlern auf den ÖPNV. Was kann ein Verkehrsminister dagegen tun? Also in der Tat, ob es jetzt 4 oder 8% sind der Menschen, die wir bewegen, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr oder auf den Schienenpersonennahverkehr umzusteigen, das ist wenig. Und wir werden nur dann etwas daran verbessern, wenn es einfach bequemer ist, wenn es wirklich angenehm ist, mit einem Zug zur Arbeit zu fahren, wenn es schneller geht, wenn ich aber auch nicht im Regen stehen muss. Und genau das ist eine solche Maßnahme hier. Überdachte Bushaltestellen mit kurzen Wegen zu Bahnsteigen, an denen man in Züge einsteigt, die einem Komfort bieten. Dann hat man eine Chance, tatsächlich Pendler auch zu Zugfahrern zu machen, sonst werden alle im Auto bleiben.